Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 in der 100 Baby Challenge. Ja, wir sind gerade dabei, Ilja das Töpfchen beizubringen. Er ist jetzt beim zweiten Mal, sitzt da drauf, also er wird es fast fertig kriegen. Leider nur fast, aber dann haben wir noch einmal kurz und dann kann das. Dann braucht er uns nicht mehr. Von dem her, na, das können wir die Kiddies nachher sauber machen lassen. Achso, die sollten wir auch mal fleißig lernen lassen. Und sie muss ja dann eh erstmal wieder sich ums Kind kümmern. Da ist die Windel fällig. Babypflege, schmutzige Windel wechseln. Ach, das macht sie schon. Dann ist das hinfällig. Telefon. Hans-Fabio hat anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Kreativität sollte gefördert werden. So. Hans-Fabio war sowieso immer schon sehr schwieriges Kind. Machte nochmal Pizza. Die ist teuer, ne? Eigentlich ist sie auch dafür gedacht, dass man sie verkauft. So, da weil die Pizza da drin besser wird, oder du hast auch Hunger. So, und dann stellen wir dir mal die hier gerade raus. Dann kannst du dir nämlich einen nehmen. Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. Wo bist du noch so da drin, bist du? Du schläfst noch, das ist gut. So, dann darfst du sogar mal die Mahlzeiten nehmen. Das machst du bitte vor dem Baby. Danach kümmern wir uns ums Baby. Mehr Auswahl, Babypflege, füttern, stillen. Ach, er ist das wieder, ja. Er ist natürlich mal wieder sehr raumgreifend, sozusagen. Fußabdruck. Die hier brauchen wir. Fußabdrücke, die können wir mal hier noch hinmachen. So, da ist noch jemand wach. Kriegt, glaube ich, auch langsam Hunger. Ja, können wir auf jeden Fall gleich mal was essen lassen. Nimm dir ein Gericht. Du kannst mal damit spielen. So, du wirst müde. Leg du dich mal schlafen, meine Liebe. Du hast dir ein Stück genommen. Okay, vergiss das. Vergiss das mit dem Schlafen. Vergiss es einfach. So, man weiß ja, Mütter werden nie wieder schlafen. So. Zum Glück sind die nur bis morgen so klein. Danach werden sie dann mal irgendwann größer. Ja, er genießt Pizza. Er kann jetzt auch schon alleine aus Töpfchen, das finde ich gut. Ihn müssten wir mal noch baden, traurig, wegen Töpfchenunfall. Ja, passiert.
passiert. So, jetzt kannst du hier ein bisschen rutschen. Gönn dir. Du willst ja eh schon die ganze Zeit raus, ne? Ich hab dich nur nie gelassen. So, wie sieht's bei Conny aus? Können wir es wagen? Level 3 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Nektar herstellen. Ach, wir haben nichts. Wir brauchen Äpfel. So, mach du mal den Nektar. Warum weinst denn du jetzt? Weinen? Ach, immer wegen deinem Töpfchenunfall. Jetzt heul doch nicht rum. Geh mit den Klötzchen hier spielen. Stapel die mal. Dann bist du beschäftigt. Und alles ist gut. Nein, nach Kleinkind sehen brauchst du nicht. Dem geht's auch bei so soweit gut, aber der müsste mal wieder schlafen. Der ist irgendwie immer müde, der schläft sehr, sehr schlecht. Das ist echt ein Problem. So, du matschst hier ein bisschen rum. Das haben wir uns ja in einer der letzten Folgen gegönnt, die Nektarherstellung. Weil die bringt auch schon ordentlich Geld. Ich glaube, du musst gerade mal nach dem Kind sehen. Mehr Auswahl füttern. Mach das gerade mal. Und danach darfst du hier dann weitermachen. Brauchen fast hier noch eine Tür, ne? Da könnten wir noch eine reinmachen. Das wäre eigentlich gar nicht so doof. Na, irgendeine geschickte Außentür. Die halbwegs hübsch ist. Also muss es keine Doppeltür sein, im Gegenteil. Glastür, vielleicht nicht so, also nicht so. Da kann ich nur den Rahmen mitmachen. Nehmen wir die mal. So, dann kann sie da nämlich schneller wieder hin. Baby schreit nicht. Außer das Spiel weiß mehr als ich. Wir haben zufällig gehört, dass du ein ziemliches Superhirn... Nee, vergiss mal. Ich darf keinen Job annehmen. Jetzt bist du schon wieder wütend, weil... Mag keine Bausteine. Okay. Dann spiel halt was anderes. Spiel damit. So. Du matschst hier ein bisschen rum. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich habe mich in Mariko Ogawa verknallt, ja? Schön für dich. Mach mal. Suna! Suna, Suna! So, gut, wenn sie das gleich fertig hat.
Der ist leider noch nicht gereift. Qualität schlecht. Leicht gereift. Okay. Ich habe da eine unsere Jobangebot ablehnen. Gute Noten. Ist ein Zweier Grundschüler. Eine Zweier Grundschülerin. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, Hausaufgaben machen. So, und du kannst dann hier mal so, Aloe-Nektarflaschen lagern. Lass das Kind in Ruhe. Wieso ist der denn schon wieder wach, dieser doofe Hund? Schlaf! Meine Herren! Das ist ja echt grausig. Mehr Auswahl. Dich baden wir. So. Der schläft nie und ist dauermüde. Ja, sei von mir aus streng. Das ist echt grausam. Permanent wacht das dumme Kind hier auf und heult dann rum, weil es müde ist. So, ich ahne, dass einer der beiden mit Sicherheit gleich anfängt zu schreien, wenn nicht gar beide. Wenn nicht gar beide. So. Die zwei sind munter am Hausaufgaben machen. Ich hoffe, dass die morgen dann Einserschüler werden. Oder einer auf jeden Fall von beiden. Dann können wir hier, glaube ich, gerade mal noch gucken. Ilja. Dass wir dem nochmal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Dass er das letzte Quäntchen noch hat. Hausaufgaben fertig. Sehr gut. Du warst es nicht, du warst es. Dann kannst du gerade noch die Zusatzaufgaben machen. Hast es getragen zu werden? Ja. Soll er. Hausaufgaben fertig. Sehr gut. Dann kannst auch du nämlich deine Zusatzaufgaben machen. Du müsstest aber gerade mal aufs Klo vorher. Und dann darfst du die machen. Der schläft, sehr gut. Und er hat jetzt dann nämlich auch gleich Level 2 der Töpfchenfähigkeit erreicht, sehr gut. Dann kannst du hier nämlich jetzt aufhören. Dann kannst du dich mal schlafen legen. Solange die Babys uns lassen. Er kann es jetzt nämlich alleine. Sehr schön. Schläft. Muss auch bald aufs Töpfchen. So. Sehr schön. Ja, so viel zum Thema Schlafen. Füttern, stillen. Level 2 der Mentalfähigkeit erreicht. So, und danach darfst du hoffentlich wieder weiter schlafen. Wir hoffen es einfach. Wir hoffen es. Mhm. Warum heulst du schon wieder? Schon wieder wegen Töpfchenunfall. Oh, meine Güte. Meine Güte, Level 3 der Fantasiefähigkeit erreicht. Sehr schön. So, nächster Versuch ins Bett zu gehen. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Die werden am Donnerstag älter, ne? Ja, am Donnerstag. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung am Mittwoch, aber es ist leider der Donnerstag. Wie lange habt ihr noch? 5 Tage, okay.
Wow. Level 4 der Mentalfähigkeit erreicht. So, du müsstest auch gleich aufs Klo. Dann kannst du auch gleich mal gehen, wie ein Champion pieseln. Anschließend darfst du die zwei hier säubern. Zusatzaufgaben abgeschlossen. Sehr gut. Conny. Einmal Windel. Einmal Windel wechseln, bitte. So, Conny kriegt auch Hunger. So, dann isst du mal was. Ein Gericht nehmen. Nicht nach Kleinkind gucken. Du sollst das essen, meine Liebe. Zusatzaufgaben abgeschlossen. Und du, blödes Kind. Du sollst schlafen. Ah, sehr gut, du machst das sauber. Ich hätte es jetzt gerade deinem Bruder übertragen, tatsächlich. Aber gut. So geht's auch. So, dann kannst du dir auch mal ein Stück Pizza holen. Ist auch kein Fehler. Du kriegst auch langsam Hunger. Dann tun wir gerade mal die Pizza raus. Oder falls noch was da ist. Ja, ist noch. Ein Gericht nehmen. Ilja ist bloß ein Heil... Ja, ja. Kein Stress. Er kriegt doch was zu essen. Kriegt was zu essen und soll sich danach schlafen legen. Wo warst denn du unterwegs? Na ganz toll, Conny. War das nicht eigentlich so weit repariert? Dass das... Lass das Kind in Ruhe! So, hat folgende Tuning-Teile erhalten. Dann darfst du nochmal robuste Armaturen machen. So, du darfst... Ja, geh du klettern. Ja. Braves Mädel. Sehr braves Mädel. Das schreit schon wieder ein Baby. Hat schon wieder jemand Hunger. Level 3 der Motorikfähigkeit erreicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Sie kommt gar nicht mit dem Aufräumen hinterher. So, du legst dich schlafen, oder? Ja. Du schläfst auch, sehr gut. Während Conny noch repariert. So, Verbesserung fertig. Ja, ich hab's verstanden. Es ändert nichts daran, dass dein Baby schreit. Und danach darfst du hier noch eine Windel wechseln. So, ein bisschen was musst du jetzt noch abarbeiten, meine Liebe. Bevor du schlafen darfst. So, dann geh aufs Klo. Dann kümmere dich um die Windel und dann darfst du dich schlafen legen. Hoffe ich.
Ja, damit beenden wir aber auch schon mal die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.